Hey Leute und herzlich willkommen zu Mini-Metro. Beim letzten Mal haben wir das erste Level gemacht, London, das noch relativ simpel und überschaubar ist. Es wurde aber dann auch ziemlich irre, aber das ist normal. Jetzt gehen wir mal in eine Stadt, die ein bisschen weiter fortgeschritten ist, nämlich Kairo. Und dort heißt es in der Beschreibung, überbrücke den Nil um beide Hälften Kairos mit einem aus nur kurzen Zügen bestehenden Fuhrpark zu verbinden. Jetzt ist die Frage, kriege ich in der Map entweder keine Waggons oder fassen die Züge tatsächlich weniger Leute? Das ist möglich. Es gibt immer wieder Special-Bedingungen, manchmal auch sehr schnelle Züge als Special und so weiter. Schauen wir mal, was hier anders ist. Also, eine Brücke müssen wir gleich mal benutzen, damit es überhaupt mal losgehen kann. Es geht immer los mit einem Kreis, einem Viereck und einem Dreieck. Das ist eigentlich Standard. Jetzt werde ich gleich mal das eine Viereck und das Dreieck mit einer neuen Linie verbinden. Das ist nie verkehrt am Anfang. Ah, das ist so schön beruhigend. Ich könnte mir das den ganzen Tag ansehen. Ah ja, und wisst ihr was? Hier machen wir jetzt auch gleich eine neue Verbindung. Da bin ich jetzt mal nicht knausrig. Wobei, es heißt, die beiden Seiten des Nils verbinden. Bis jetzt sind wir noch auf einer Seite. Warten wir mal ab. Sind die Züge jetzt wirklich kürzer und fassen die wirklich weniger Leute? Ich könnte es gar nicht sagen. Ja, auf jeden Fall sind die kürzer. Die können nur 4 Personen transportieren. Das ist Hardcore. Das ist Hardcore. So, Blau muss jetzt leider ein bisschen extra Runden einlegen. Aber zur Not kann ich Grün gegen Rot tauschen. Und dann haben wir Grün auch nochmal da drüben. Blau ist jetzt schon sehr lange. Aber Blau kriegt's hin, oder? Das kriegt Blau noch hin. Ja, obwohl mit dem sehr kurzen Zug, das darf ich nicht unterschätzen. Darf man wirklich nicht unterschätzen. Trotzdem kriegt Blau das noch hin. Ich bin zuversichtlich. Blau schafft das. So, jetzt wartet mal. Damit Blau ein bisschen entlastet wird, machen wir es jetzt doch ein bisschen anders. Grün wird jetzt mal wieder eingestampft erstmal. Rot übernimmt. Und vielleicht wird Blau verkürzt. Obwohl, nein. Doch, Blau fährt hier lang. Und Grün... Ah, wir haben nicht genug Tunnel. Ach, wirklich nicht? Ach, come on. Das ist nicht gut. Vielleicht wird Blau dann sehr stark verkürzt. Und Grün übernimmt das ganze andere Ufer jetzt erstmal. Neue Lokomotive und mehr Tunnel. Weil jetzt, wo ich mehr Tunnel habe, baue ich es doch wieder anders. Momentchen mal. Eieieiei. Also, Blau fährt dann hier hoch und hier unten übernimmt mal Grün. Aber im Endeffekt wird sich das wahrscheinlich noch ändern. Ich lasse Grün jetzt noch hier runterfahren, nur damit Grün auch ein Dreieck drin hat. Dann werde ich doch jetzt Rot wieder drastisch verkürzen. Dann ist Rot jetzt erstmal super chillig. Ich hoffe, dass hier oben über dem Dreieck von Rot bald noch ein Kreis erscheint. Wobei, ich schicke Rot jetzt mal... Es ist zwar momentan ein Riesenumweg, aber die ganzen Kreise werden sonst hier gesammelt. Und so hat jetzt jede Strecke momentan selber sein eigenes Dreieck, Viereck und Kreis. Dann kann alles besser transportiert werden. Ah, na guck. Jetzt hat Rot schon seinen eigenen Kreis bekommen. Der kann weg. Das ist jetzt Endstation. Weiter geht's. So, das ist ja erstmal recht stabil. Das ist gut.
Aber dass die Lokomotiven so winzig sind, das dürfte uns sehr schnell zum Verhängnis werden. Ich muss auch umdenken. Man entwickelt so ein Gefühl dafür, was reicht und was nicht reicht. Aber da die jetzt eben nur noch 4 Passagiere fassen können, also 4 so Passagiereinheiten quasi, ja, es sind schon, es zählt ans Passagiere. Na, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, da das Spiel jetzt nochmal nur noch 4 fassen kann. Die Schienen, die Bahnen, die Lokomotiven im Spiel, meine ich, sind die Bahnhöfe sehr viel schneller überlaufen. Das darf ich echt nicht unterschätzen. Waggons werden wahrscheinlich umso wichtiger. Sind die Waggons auch winzig? Das ist die Frage, aber jetzt warte ich erstmal, wo es die meisten Probleme gibt. Blau zeichnet sich als problematisch ab. Das ist aber auch ein einzigartiger Punkt. Trotzdem zeichnet sich Blau jetzt schon als ziemlich problematisch ab. Kriegt er mal einen Waggon dran? Ja, der ist auch winzig. Also können die maximal 8 Leute gleichzeitig transportieren, selbst wenn sie einen Anhänger haben. Also nicht selbst wenn, sondern eben mit Anhänger. Ja, das ist schon wenig. Tja. Hilft nichts. Da müssen wir jetzt durch. ...500 wäre das Ziel, das wir schaffen müssen, um neue Level freizuschalten. Das wird jetzt echt knifflig. Bis jetzt läuft ja alles noch ganz gut. Oh, da wird es bei Blau schon brenzlig. Noch ist alles okay, aber wie lange noch? Wie lange noch? Das Zugdrama. 4. Woche. Neuer Zug, neuer Waggon. Tunnel haben wir genug. Bei Grün wird es auch brenzlig. Okay, stopp, ich sehe schon. Grün brennt überall. Grün braucht jetzt mal eine neue Lok plus Waggon. Blau hat schon eine Lok mit Waggon, kriegt aber noch zusätzlich eine zusätzliche Lok. Dann schauen wir mal, ob Rot nicht auch noch eine zusätzliche Lok vertragen könnte. Uiuiui. Bei Grün wird es immer noch. Ist ja der Wahnsinn. Grün ist ganz schön überladen. Na, hilft nichts. Ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Also ich habe noch eine Lok, wenn es wirklich sein muss. Aber jetzt schauen wir mal, ob das nicht schon doch noch irgendwie hinhaut. Rot. Ja, ich hab's mir gedacht. Rot sieht gerade gar nicht mehr gut aus. Dafür muss Rot den Punkt jetzt auch noch abdecken. Neue Lokomotive, neuer Waggon. So, jetzt wartet mal. Ich werde jetzt noch mal kurz alles abreißen, weil da sind jetzt zu lange Schläuche draus geworden. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich will eher runde Rundungen. Okay, dann haben wir mal eine Rundbahn hier. Ja, das ist echt gemein, dass hier so eine weite Strecke, Lücke ist. Dann wird Grün keine Rundbahn.
So, stopp. Warte mal kurz. Genau, stopp. Wir müssen jetzt ganz dringend die ganzen Züge und Anhänger nochmal verteilen, weil jetzt alles wieder in die Bank gekommen ist. Also Rot kriegt auf jeden Fall mal einen Zug mit Anhänger. Blau kriegt noch zusätzlich einen Zug mit... Ach so, Quatsch. Mit Anhänger. Ach so, ja, ist egal. Und Grün kriegt einfach auch nochmal einen Zug mit Anhänger. Und dann wird das schon hinhauen. Und dann haben wir jetzt noch eine Lok, wenn ich merke, irgendwo, oh, geht gar nicht mehr. Kann ich die noch einsetzen? Das ist natürlich wieder ein Umweg hier. Oh, Blau wird jetzt aber ganz schön belastet hier drüben. Trotzdem sind Rot diejenigen, die momentan am dringendsten Hilfe bräuchten. Ah, das ist auch nicht schön. Nee, das sehe ich jetzt schon. Rot braucht dringend noch eine Lok. Die kommen nicht klar. Die kommen null klar. Die sind total... Oh Gott, wenn ich mir das anschaue. Ja, weil da fast nur alles aus Kreisen besteht bei denen. So viele Kreise. Die sammeln hier alle Dreiecke und Vierecke auf. Hier noch mehr Dreiecke, Vierecke, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann kommen erst die ganzen Dreiecke und Vierecke zum Abladen. Die Züge sind hier schon voll. Dann sind die hinteren Bahnhöfe, können gar nicht mehr bedient werden. Das ist echt ein Problem. Wart mal kurz, du Zug. Fährst jetzt mal in die andere Richtung. So machen wir das dann. Können wir das Unabwendbare noch mal ein kleines bisschen rauszögern. Jetzt kommt dann noch ein Punkt. Ist kein Umweg, aber noch eine Station, die ganz viel Dreiecke und Vierecke spawnt, die eigentlich ganz woanders hinwollen. So, Blau muss auch immer mehr abweichen. Grün, hilf mal da oben mit, sonst sehe ich da kein Land mehr. Ah, Mann. Weißt du was, Grün, willst du nicht vielleicht auch ein eigener Rundweg werden? So. Aber es ist schon Sonntag. Ich hoffe, wir leben noch lang genug, dass wir... Oh, das ist jetzt gemein. Eine Lokomotive und zwei Tunnel brauchen wir, damit Rot hier noch hochfahren kann. Und die neue Lokomotive müssen wir jetzt ganz dringend hier bei Rot einsetzen. Grün wäre auch eine Option, aber Rot ist einfach... Rot ist gleich tot. So, das ist gerade die brenzliche Station. Vielleicht... Oh, das, ich weiß gar nicht, ob das noch gerettet werden kann jetzt gerade. Grün, komm schon. Grüner Zug hat nur noch zwei Plätze frei. Oh, zu wenig. Game over. Bam. So schnell kann es gehen. Aber wir haben über 500 Fahrgäste geschafft. Gott sei Dank. Das ist das Ziel, das man unbedingt erreichen will in diesem Spiel. Weil jetzt haben wir zum Beispiel Istanbul freigeschaltet und Shanghai haben wir auch. Cool. Aber hier vorne habe ich auch noch... oder habe ich das schon? Ja, die habe ich schon. Weil hier gäbe es noch Washington DC und Singapur freizuschalten. Oh, und Auckland ist jetzt das letzte. Hat etliche Häfen... Auckland ist das. Ach, natürlich. Etliche Häfen und Buchten. Plane die passende Metro. Oh, ganz viel Wasserfläche. Interessante Karte. Ach, ein schönes Spiel. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der, nachdem er jetzt die zwei Folgen gesehen hat, sagt so, okay, vielleicht ist es ja ganz nett, unbedingt mal einen Blick riskieren. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Schönes Spiel für zwischendurch. Schönes Spiel, mit dem man wirklich knobeln und managen kann und dann auch noch audiovisuell echt in andere Sphären eintauchen lassend. Wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.